Moin und herzlich willkommen zur 81. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2011 und die Großwetterlage ist bullish. Ich hatte Ihnen vorgestern gesagt, dass ich für den gestrigen Tag zwar mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief rechne, was eingetroffen ist, aber ich hatte Ihnen auch gleichzeitig gesagt, dass ich eher von einer Doji-Kerze ausgehe, da wir hier massive Widerstände haben, sowohl horizontal hier bei 15,20 als auch die 50 und die 20-Tage-Linie von der Brust sind. Und ich habe den Bullen zwar so viel Kraft zugemutet, dass sie dann hier eine sogenannte High-Base-Formation generieren und dann vielleicht einen Kampf mit der 20- und 50-Tage-Linie erfolgreich gestalten können, aber diese massive Bewegung, wirklich massive Bewegung durch diese wirklich starke Widerstandszone nach oben, habe ich nicht erwartet. Insofern war die Prognose mit der Doji-Kerze falsch. Was wir jetzt haben ist, wir haben eine Kaufformation in der Stochastik. Wir sind nun oberhalb der gleitenden 50- und 20-Tage-Linie. Und wie Sie sehen können, was hier Widerstand gewesen ist, gebrochen, hochgegangen, runtergekommen, Unterstützung gefunden und wieder hochgegangen. Das heißt, wir sind jetzt oberhalb der 20- und der 50-Tage-Linie. Wir haben eine Kaufformation in der Stochastik. Insofern muss man in der aktuellen Situation nach Long-Situationen suchen und nicht versuchen, diesen Markt zu shorten. Durch diese Bewegung am gestrigen Tage hat sich wirklich einiges für Gold gewandelt. Und wenn ich Ihnen das einmal im 3-Stunden-Chart nochmal zeigen darf, bullische Kaltformation, Ausbruch nach oben. Und da sind wir, da hatte ich Ihnen gesagt, hier 15,19, horizontale Marke, bleiben wir ganz kurz dran hängen, gehen durch und nun kämpfen wir mit der ganz wichtigen Marke bei 15,29. Aktuell haben wir im Tageschart eine Doji-Kerze. Das ist eine Unentschieden-Kerze. Wir haben, wie gesagt, diese wichtige horizontale Marke bei 15,29 vor der Brust. Hier war es Unterstützung, hier kann das als Widerstand fungieren. Das Momentum geht ein kleines bisschen nach unten und man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Bullen jetzt innerhalb von 4 Handelstagen von 14,77 hochgelaufen sind bis an die 15,30, also 50 Punkte wirklich in einer Bewegung nach oben gegangen sind. Wir haben am morgigen Tage, wenn wir weiter nach oben gehen sollten, diese Trendlinie vor der Brust und da wird es auf die Marke von 15,41 zu achten sein. Ob wir gleich morgen dahin kommen werden oder ob wir morgen ein kleines bisschen nach unten kommen werden, kann ich Ihnen nicht sicher sagen. Das Momentum, das gerade ein bisschen abflacht, spricht dagegen, dass wir jetzt morgen in Richtung, dass wir schon morgen in Richtung 15,40 laufen werden und drüber gehen werden. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr starke Unterstützung bei 15,20. Per Tagesschlusskurs sollte eigentlich diese Marke nicht mehr aufgegeben werden, wenn wir hier noch weiterhin bullish bleiben wollen. Was ich Ihnen zeigen kann, ist, ich komme hier runter. Wir haben hier ein Tief, dann machen wir ein Hoch. Dieses Tief ist zwar tiefer als dieses Tief, aber dieses Hoch, was wir jetzt generiert haben, ist eindeutig höher als dieses Hoch. Das heißt, wir haben jetzt ein höheres Hoch und ein tieferes Tief. Wenn wir jetzt runterkommen und dann gleichzeitig wieder ein höheres Tief machen als hier, dann haben wir die Definition eines Uptrends. Insofern muss man nach Longs suchen. Wir haben hier in der Stochastik Platz noch nach oben und im Nachhinein muss man ganz klar sagen, dieser Move, dieser Ausbruch nach oben, wunderbare Möglichkeit, um in diesen Markt einzusteigen. Ich kann mich da nur wiederholen, selbst wenn Gold nach unten kommen sollte, alles was oberhalb dieser 20- oder 50-Tage-Linie ist, sind Kaufmöglichkeiten, wobei man nicht vergessen darf, dass wir eine sehr starke Bewegung nach oben gemacht haben. Und eventuell die Bullen sich ein bisschen ausruhen wollen, ob sie dann jetzt hier eine High-Base-Formation machen oder wirklich einen Bull-Pullback machen und dann weiter höher gehen werden, muss man abwarten. Letztendlich wird es aber wichtig sein, längerfristig, dass wir diese Linie überwinden und dann wird aller Voraussicht nach wirklich Platz sein, dass wir dann in Richtung 15,60 und vielleicht sogar All-Time-High laufen werden. Das ist aber noch deutlich zu früh dafür. Schauen wir auf Silber. Und das, was Silber jetzt hier schon geschafft hat, tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Wir haben einen Uptrend. Wir sind oberhalb der 20-Tage-Linie und wir kämpfen gerade aktuell
mit dieser trendbegrenzenden Linie. Sie sehen hier Berührung, hier Berührung, hier fast Berührung. Da kämpfen wir gerade damit. Wir haben nicht nur diese Linie, die aktuell bei 36,43 verläuft, sondern wir haben auch die 50-Tage-Linie, die bei 3,653 verläuft. Große Widerstandszone. Das Momentum ist nicht ganz so stark nach oben laufend. Die Stochastik, die K-Linie bewegt sich langsam in den überkauften Bereich. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Das heißt, wir sind langsam in diesem Markt überkauft und wir haben wichtige Widerstände vor der Brust, was aber nicht heißt, dass dieser Markt jetzt short ist. Sondern, wenn wir wirklich diese Linie brechen sollten, sehen wir oberhalb der 20er und der 50er Tagelinie, wir haben eine Kaufformation in der Stochastik und wir brechen eine wichtige Widerstandszone. Insofern wäre ein Ausbruch mit einem Einstieg in diesem Markt die logische Konsequenz. Aber im 3-Stunden-Chart bilden wir hier gerade einen bärischen Keil. Sollten wir es schaffen, diese Trendlinie nach oben zu verlassen, dann haben wir es definitiv auch per Tagesschlusskurs geschafft, diese trendbegrenzende Linie im Tageschart zu verlassen und dann gibt es wirklich Platz nach oben. Sollte diese Trendlinie nach unten verlassen werden, ist dann eine Rückkehr in niedrigere Bereiche wahrscheinlich, ein Bull-Pullback wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, Sie sehen, wir haben hier, zeige ich Ihnen gerne nochmal, diesen Doppelboden, da war die Nackenlinie, die bricht, wir gehen nach oben, kommen runter, wo finden wir halt? Genau im Bereich der Nackenlinie bei 3507, dass wir so tief runterkommen werden, verzeihen Sie, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber sollten wir diese Keilformation nach unten verlassen, dann wird Silber hier noch ein bisschen Zeit brauchen, bevor es wirklich diese Trendlinie nach oben durchbricht. Ich sage nicht, dass es nach unten kommen wird. Ich kann es aktuell nicht sagen. Ich sehe nur sehr, sehr viel Widerstand in diesem Bereich und ich sehe einen überkauften Markt. Das heißt aber nicht, dass Sie diesen Markt shorten sollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Trendlinie demnächst nehmen sollten, ist deutlich größer, als dass wir jetzt wieder massiv runtergehen werden und die 20-Tage-Linie aufgeben sollten. Das ist das, was man als Bulle nicht sehen wollen würde, nämlich, dass die 20-Tage-Linie wieder aufgegeben wird. Die verläuft bei 3527. Sollte diese 20-Tage-Linie dennoch wieder aufgegeben werden, dann muss man, ist diese bullische Situation, die geschaffen worden ist, wieder passé. Am wahrscheinlichsten in meinem Dafürhalten, dass Silber hier eine Weile, ob es jetzt ein Tag ist, zwei Tage ist, unterhalb dieser Linie noch verweilen wird, ob sie daran kleben wird oder etwas mehr runterkommen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ein Ausbruch aus dieser Linie bedeutete ein Ausbruch oberhalb der 20-Tage-Linie und dann auch ein Ausbruch aus der 50-Tage-Linie raus. Insofern gilt es wirklich, auf diese Trendlinie zu achten und auf die 50-Tage-Linie zu achten. Dann gäbe es weiter Platz nach oben. Horizontale Marken und den Wochenchart gibt es dann am Wochenende. Das Update wird entweder am Samstag dann kommen oder am Sonntag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Wolke P.